Die beiden Moderatoren hatte ich Ihnen schon vorgestellt. Dann fangen wir an mit Jochen Haug. Wenn du mal kurz aufstehen würdest, für die, die dich noch nicht kennen. Jochen Haug nimmt den Platz 2 auf unserer Landesliste Nordrhein-Westfalen ein. Das heißt, Sie haben einen nahezu sicheren Bundestagskandidaten vor sich. Oder ein Mitglied des Bundestages fast. Er ist 1973 geboren, ist Volljurist, ist als Rechtsanwalt tätig, ist seit Beginn der AfD Mitglied, seit 2013, ist stellvertretender Sprecher des Landesvorstandes NRW und seine hauptpolitischen Themen sind die Europapolitik, die Rechtspolitik und die Innenpolitik. Als Zweiten darf ich ebenso herzlich begrüßen Herrn Professor Dr. Harald Weil. Den Listenplatz 3 unserer Landesliste ein, ist Jahrgang 1959, hat längere Auslandsaufenthalte in Frankreich, im Orient, wie auch in den USA hinter sich und ist seit dem Jahr 2000 Inhaber einer Professur für Betriebswirtschaftslehre an der FH in Köln. Ein wesentliches Thema für ihn in seinen politischen Werken ist vor allen Dingen die Veränderung der Garantiefonds, die sich in Europa inzwischen gebildet haben, widerrechtlich und auch die Abschaffung der meisten überflüssigen Garantieformen im Subventionsbereich. Als Dritten darf ich Ihnen ankündigen Rüdiger Lukassen. Rüdiger Lukassen ist 1951 geboren, war 34 Jahre lang Berufsoffizier bei der Bundeswehr, zuletzt als Oberst im Generalstab. Er ist seit 2007 Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens, das sich spezialisiert hat auf Themen der simulationsbasierten Ausbildung von Streitkräften sowohl im In- als auch im Ausland. Er ist daher unser Fachmann für alle verteidigungspolitischen Fragen und wird sich im Bundestag in diesem Bereich stark einbringen. Last but not least, als Vierten darf ich Ihnen Michael Espenwiller vorstellen. Generation, er ist geboren 1989, ist in diesem Jahr frisch zum Doktor der Mathematik promoviert worden, ist in der AfD von Beginn an, das heißt, er hat sogar schon in der Wahlalternative mitgearbeitet und den ersten Probewahlstand in Aachen organisiert, kann ich mich noch gut daran erinnern. Er ist lange Zeit im Kreisvorstand Aachen gewesen, ist stellvertretender Sprecher im Bezirksvorstand gewesen bis zum Frühjahr dieses Jahres. Und ich darf nun das Wort an die beiden Moderatoren geben, damit wir diese Fragerunde eröffnen können. Wolfgang und Bernd, ist jetzt euer Thema. Es funktioniert sogar. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie auch von hier aus als Sprecher des Kreisverbandes sehr herzlich begrüßen und bedauern natürlich, dass Sie so unangenehm empfangen worden sind, aber Sie haben auf diese Weise mal einen Eindruck bekommen, mit was wir es hier täglich zu tun haben, wenn wir uns in der Öffentlichkeit bewegen. Ich komme aber gleich zum Thema. Ein sehr wichtiges Thema ist die Flüchtlingskrise. Dazu hat sich inzwischen auch der Europäische Gerichtshof mehrfach geäußert, zu verschiedenen Themenbereichen. Und er hat die Handlungsweise der Bundesregierung, also im Prinzip von Frau Merkel, für rechtmäßig erklärt. Herr Haug, Sie als Jurist und Fachmann, wie beurteilen Sie diese Entscheidung, auf die ich mich da beziehe, und die Art und Weise der Berichterstattung durch die Presse? Ja, erstmal willkommen auch von meiner Seite. Ja, zu dieser Frage, Sie beziehen sich auf ein Urteil, das im Juli entschieden wurde und im Übrigen dann auch sehr durch die Presse ging. Und ich kann schon mal vorab sagen, dass als erste Bemerkung das, was Sie gerade erwähnt haben, dass es überall in der Presse dann nach diesem Urteil hieß, es sei Flüchtlingspolitik von Frau Merkel gerechtfertigt worden durch dieses Urteil. Das ist dahingehend extrem verwunderlich, denn jeder, der dieses Urteil mal gelesen hat, vollständig gelesen hat, der reibt sich verwundert die Augen und denkt sich, da steht manches drin,
aber nun war für war keine Rechtfertigung der Flüchtlingspolitik von Frau Merkel. Wenn ich da vielleicht ein, zwei grundsätzliche Sachen zu sagen darf. Frau Merkel hat mit ihrem Verhalten damals sowohl gegen nationales als auch gegen europäisches Recht, und ums europäische Recht geht es dann in diesem EuGH-Urteil, verstoßen. Sie hat im nationalen Recht unter anderem gegen § 18 Absatz 2 verstoßen, beziehungsweise die Bundesregierung. Auch in § 18 Absatz 2 steht, dass einem Drittstaatsangehörigen, der also um internationalen Schutz nachsucht zum Beispiel, die Einreise zu verweigern ist, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt. Das ist Ausfluss dessen, was in Artikel 16a Grundgesetz steht. Und nach dieser Norm wäre die Einreise zu verweigern gewesen. Und jetzt gibt es einen ganz spannenden Aspekt, der in großen Teilen der Bevölkerung gar nicht so angekommen ist. Es gibt nämlich einen Absatz 4 dieser Norm, der sagt, von dieser Einreiseverweigerung ist abzusehen, wenn der Minister für Inneres dies anordnet. Der Minister für Inneres kann also anordnen, dass diese Einreise doch legal ist. Das Spannende daran ist aber, dass über Monate hinweg, nach diesem September 2015, völlig unklar war, ob das denn geschehen ist. Das heißt, die Bundesregierung hat sich in Schweigen gehüllt, ob es eine so diese Ministeranordnung gab, was ja eigentlich nicht sein kann. Man muss jetzt also öffentlich keine Farbe bekannt, und da hat sich ein ganz bekannter deutscher Staatsrechtler, Herr Christian Dillgruber, dann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bitterlich darüber beschwert, dass wir in Deutschland den Publizitätsgrundsatz haben. Das heißt, wir haben den Grundsatz, dass jegliches Recht öffentlich sein muss. Sowohl Gesetze als auch Verordnungen, als auch innerhalb der Verwaltung geltendes Recht, als auch Erlasse. Und die Bundesregierung bekennt hier nicht Farbe, was denn überhaupt geschehen ist. Und weiterhin hat Herr Hilgruber in diesem Aufsatz dann noch kundgetan, dass ihm zumindest zugetragen worden sei, in der Unionsfraktion sei Druck auf die Abgeordneten ausgeübt worden, keine Anfrage im Bundestag zu stellen, ob es eine entsprechende Ministererlaubnis oder Ministeranordnung gegeben habe. Und Zusatz, wenn denn eine solche gestellt werden würde, dann würde sie eh nicht beantwortet werden. Das ist eigentlich in einer Demokratie ein ungeheuerlicher Vorgang, und ich kann im Übrigen versprechen, wir alle hoffen ja, dass wir jetzt in den Bundestag kommen. Wäre die AfD damals schon im Bundestag gewesen, dann hätte es diese Anfrage gegeben und viele andere Anfragen im Übrigen auch. Das ist die Situation unter anderem zu innerstaatlichen Rechten. Beim europäischen Recht gibt es die Dublin-III-Verordnung. Für alle, die noch nicht genau was von ihr gehört haben, das ist eine Verordnung, die einfach regelt, welcher Staat ist zuständig in Europa für Schutzsuchende, die also internationalen Schutz nachsuchen. Und das ist der Grundsatz, der Ersteinreisestaat, in den also ein Schutzsuchender zuerst einreist. Das war natürlich nie Deutschland in diesem Moment. Und nun ist bei diesem EuGH-Urteil, da ging es im Übrigen gar nicht um Deutschland, da ging es um eine völlig andere Frage, da ging es um zwei Personen, die in Österreich um Schutz nachgesucht haben. Und es ging in diesem EuGH-Urteil eigentlich grundsätzlich um die Frage, wenn die in Kroatien einreisen, Kroatien die Einreise duldet, sodass die eigentlich nicht legal ist ohne Visum, und einfach weiterleitet in ein nächstes Land, und die kommen dann in Österreich an, ist diese Einreise in Österreich dann legal? Da hat der EuGH gesagt, nein, ist nicht, und hat bei der Gelegenheit im Übrigen betont, auch in der Massenzustromsphase, also zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise, hat diese Dublin-III-Verordnung gegolten. Das war ja lange Zeit immer so eine Frage, ist denn Dublin ausgesetzt? Das heißt, auch damals hat der Grundsatz gegolten, jeder muss seinen Antrag im Ersteinreisestaat stellen. Worauf jetzt diese Zeitungen wahrscheinlich, und das ist dann auch erstmal meine letzte Bemerkung dazu, raus wollen, ist, dass der EuGH in diesem Urteil etwas gemacht hat, das nennt man unter Juristen Obiterdiktum. Grundsätzlich muss in den Urteil immer nur etwas rein, was für die Entscheidung erheblich ist, also was entscheidungserheblich ist. Manchmal passiert es aber, dass Gerichte zusätzlich noch nebenbei etwas reinschreiben. So nach dem Motto, was wir schon immer mal sagen wollten, aber bisher irgendwie noch nie die Gelegenheit hatten, jetzt sagen wir auch da was dazu. Und der EuGH schreibt nun in dieses EuGH-Urteil, das Herr Essler genannt hat, in Rang Nummer 100 rein. Ja, im Übrigen gibt es ja noch den Artikel 17 der Dublin-III-Verordnung, das ist dieses sogenannte Selbsteintrittsrecht, da werden viele von Ihnen vielleicht was davon gehört haben, von dem kann man ja auch Gebrauch machen. Mehr steht da also nicht. Es ist also nur ein Verweis auf dieses Selbsteintrittsrecht, da steht mit keinem Satz, dass Deutschland das angewandt hat, und im Übrigen, und das ist dann halt das ganz Entscheidende, dieses Selbsteintrittsrecht, dass man also trotzdem Verfahren an sich ziehen kann, obwohl man eigentlich gar nicht zuständig ist, das ist nach richtiger Rechtsauffassung natürlich nur auf personifizierbare Einzelfälle bezogen. Das heißt, auf individualisierbare Verfahren und nicht auf eine Situation, in der zu einem Schlag Zehntausende von Menschen kommen, deren Identität und Herkunft man gar nicht kennt. Das würde von diesem Selbsteintrittsrecht unter keinen Umständen gedeckt werden. Also eine Aussage etwa der Gestalt, jeder, der am Budapester Flughafen, Hauptbahnhof sich befindet, darf jetzt einreisen, und wir übernehmen nach der Dublin-III-Verordnung sozusagen
sozusagen die Verpflichtung, das Verfahren durchzuführen, das ist von dieser Norm nicht gedeckt. Ich habe das deswegen jetzt ein bisschen ausführlicher gesagt, weil es halt, wie gesagt, durch die Presse ging und auch Frau Weidemann im Übrigen, das als allerletzte Bemerkung in der Huffington Post damit zitiert, sie habe eine krude Aussage getroffen, weil sie nämlich gesagt hat, das Verhalten von Frau Merkel rechtswidrig war, und die Huffington Post schrieb dann, ja, krude Aussage, Frau Weidel hat ganz offensichtlich dieses EuGH-Urteil nicht gelesen, in diesem EuGH-Urteil, und das nehmen Sie bitte für die Zukunft mit, steht exakt nichts darüber, ob das deutsche Verhalten in der Flüchtlingskrise rechtmäßig war. Vielen Dank, Herr Auk, für diese sehr ausführliche Behandlung dieser Frage, aber ich glaube, es war wichtig und auch notwendig, das mal in dieser Form zu sagen. Ein weiteres Thema in diesem Zusammenhang ist der Familiennachzug bei Flüchtlingen. Und auch da soll der Familiennachzug durch eine Regierungsentscheidung legitimiert werden. Herr Haug, meine Frage an den Fachmann: Welchen rechtlichen Status haben denn die Flüchtlinge überhaupt? Welche Ansprüche haben sie? Und auf welcher rechtlichen Basis erfolgt dann die Handlungsweise der Bundesregierung? Das wäre schön, wenn Sie dazu etwas sagen. Dann verspreche ich auch, dass ich dieses Mal eine sehr kurze und knackige Auskunft gebe. Bei der Frage des Flüchtlingsnachzuges geht es um die sogenannten Subsidiärschutzberechtigten. Das heißt, es gibt drei verschiedene Schutzstatusse. Einmal Asylanerkennung nach deutschem Grundgesetz, andererseits Flüchtlingsstatus. Und drittens, für die das beides nicht sind, die Möglichkeit, als subsidiär Schutzberechtigter anerkannt zu werden. Das trifft im Übrigen seit 2016 auf alle syrischen Antragsteller zu. Das heißt, alle Syrer bekommen diesen Status. Und nun muss man wissen, Familiennachzug ist garantiert für Asylberechtigte und für Flüchtlinge. Bei subsidiär Schutzberechtigten ist es europarechtlich nicht verpflichtend. Und die Bundesregierung hat nun für zwei Jahre, von 2016 März bis 2018, diesen Familiennachzug ausgesetzt, um die Kommunen nicht zu überfordern. Der läuft aber 2018 aus, und viele werden vielleicht im Bericht in der Bild-Zeitung und in anderen Zeitungen gelesen haben, dass dann ab März 2018 laut diesen Zahlen, die auch nicht dementiert wurden vom Innenministerium, mit etwa 93.000 Syrern vielleicht zu rechnen sein wird, die den Familiennachzug stellen. Und da ist meine Position ganz kurz und knackig. Auch wenn wir es sonst nicht oft tun, schließen wir uns in dieser Frage dem Innenminister an, der nämlich schon in Interviews seine Ansicht geäußert hat, dass diese Aussetzung nochmal weiterhin auch über den März hinaus ausgesetzt werden sollte, um die Kommunen nicht zu überfordern. Frau Merkel hat sich in dieser Frage nicht positioniert. Die Position der AfD wird die des Innenministers sein. Um die Kommunen nicht zu überfordern, sollte der Familiennachzug auch über März 2018 ausgesetzt sein. Vielen Dank, und ich übergebe jetzt an Herrn Horst. Ja, vielen Dank. Wir machen weiter mit Herrn Prof. Dr. Weil. Herr Weil, Herr Haug hat gerade einiges zum Urteil des EuGH und dem geplanten Familiennachzug gesagt. Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang einmal über die Möglichkeit einer legalen Zuwanderung sprechen. Herr Weil, inwieweit kann Einwanderung für Deutschland, Europa sinnvoll und eine Bereicherung sein? Ja, es gab für das Einwanderungsgeschehen oder für eine professionelle Gesetzgebung ja mal einen Probelauf. Das war von der Schröder-Regierung 2000 bis 2004 initiiert worden und auch vom Bundestag getragen. Es ging darum, tatsächliche und nicht angebliche Fachkräfte, und zwar IT-Fachkräfte, wo die Auflage war, ihr müsst ein einschlägiges Studium absolviert haben, Informatik, Elektroingenieur, also echte Fachkraft, und oder mindestens 50.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Ja, es war also für qualifizierte Fachkräfte, tendenziell Führungskräfte. Und das war der deutsche Versuchsballon, das Thema, die Sinngabe aus nationaler Sicht, die Sinngabe von Einwanderung, Deckung des Fachkräftedefizits zu betreiben. Das Ergebnis war, dass nach vier Jahren, die Erlaubnisse galten jeweils für fünf, für jeden Berechtigten, dass nach vier Jahren sage und schreibe 13.041 Personen da waren aufgrund dieses Gesetzes. Und 13.041 Personen, qualifizierte Fachkräfte in dem Fall, in vier Jahren, von denen mittlerweile auch ein Großteil wieder weitergewandert ist, in Länder mit geringerer Steuer- und Sozialabgabenquote, also USA, England und sonst was, also nur
Teil unserer tatsächlichen Fachkräfte sind schon weg. Dafür haben wir jetzt einen Zustand, wo 13.000 oder zigtausend pro Woche ungefähr 10.000 Illegale reinkommen, von denen 60% keinen Schulabschluss in einer Art und auch keine Ausbildung haben, noch höherer Prozentsatz. Also das jetzige Einwanderungsgeschehen ist bar jeder Sehgabe ökonomischer Art und Weise, es ist auch bar jeder wirklichen juristischen Berechtigung, wie wir gehört haben, und der humanistische Aspekt ist ein absolut zweischneidiger, weil was wird damit erreicht? Also wenn jetzt Leute eine Weile hier bleiben, Leute aus einem ganz fernen Kulturkreis, hier etwas lernen oder anwenden und dann zurückgehen und in der Heimat irgendwas aufbauen, dann hört sich das gut an. Es ist auch eine Story, die selten zum Tragen kommt. Ja. Also man erlebt es eher, dass Leute, die ausgebildet hierher kommen oder dann hier gratis mit dem Gratisstudium ausgebildet werden, sagen wir mal als Mediziner, dass die dann alles andere tun, als in die Heimat zurückgehen, vielleicht aus schlechtem Gewissen, als gut verdienter Arzt, aus schlechtem Gewissen mal einen Heimaturlaub mit medizinischer Versorgung, mal eine Woche in einem Flüchtlingscamp vor Ort oder so. Ja, das ist so eine Praxis in der Preislage und in dieser Personenlage. Aber mehr kann man nicht erwarten. Wer einmal an diesem Geschehen hier teilgenommen hat, wer einmal angeschlossen ist an die Karriere- und Gutverdienerschiene, der holt seine ausgebildeten oder nicht ausgebildeten Familienangehörigen nach und da wird dann vielleicht auch selbst aus diesen qualifizierten Leuten in der zweiten oder dritten Generation unter Umständen ein Folgeproblem. Das ist also nicht im Sinne des Erfinders. Außerdem gibt es grundsätzlich ja dieses Brain-Drain-Problem. Das heißt, diese Leute, die hier ausgebildet herkommen, die werden ja aus ihrem Heimatland abgezogen. Die können da schon mal nicht irgendwas Produktives, Kreatives, Karitatives betreiben, sondern hier, wie geht es weiter für die Leute, die im Heimatland bleiben? Das ist die erste Frage. Ja. Und das Problem haben wir nicht nur mit Blick auf die dritte Welt, ganz, ganz ferne, ganz, ganz arme Gegend, das haben wir sogar innereuropäisch. Die Einwanderer mit Gänsefüßchen, deren Eltern oder Großeltern als Gastarbeiter hierher kamen, tatsächlich mit den Deutschen unter Tage fuhren und diese ganzen Jobs machten, die die zusammen hatten mit den Deutschen und später, weil die Deutschen gewisse Jobs nicht mehr machen wollten. Das ist eine sinnvolle Angelegenheit gewesen und bereits bei denen erleben wir, dass die zweite oder dritte Generation offenbar doch nicht integriert wurde. Ja? Dafür ist es so, dass trotz EU, trotz 50 Jahren massivster Subventionierung in Griechenland, in Portugal, in Spanien etc., die jungen Uni-Absolventen, manche davon haben mehr studiert als Hegel und slawische Tänze. Ja? Also nicht jedes Studium ist gut, es gibt Studien, mit denen man sich nicht wundern, wenn man da kein auskömmliches Erwerbsleben danach bestreitet. Aber Leute, die etwas halbwegs Seriöses und Anwendbares studiert haben im Ausland, die bleiben eben auch nicht im europäischen Ausland, die kommen dann nach Deutschland, wenn sie hier Arbeit finden, schön und gut, ansonsten ist der Sozialstaat da. Ja. Und das ist die Schieflage, die die Einwanderung, die eigentlich dosiert, quantitativ und qualitativ begrenzt und dosiert, wohl definiert sinnvoll sein könnte und sinnvoll ist, erst recht in klassischen Einwanderungsländern, dass das hier nicht funktioniert. Diese Art von Sozialstaat und diese Art von Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft, wo das einfach unpassend ist. Und der jetzige Zustand der Einwanderung ist absolut unmöglich, dass Deutschland es schafft, die meisten Einwanderer illegaler und anderer Art anzuziehen und das Ende vom Lied absehbarerweise der Verbleib der Mehrheit derselben im Sozialstaat ist. Das ist also schlecht nicht nur für Deutschland und für die hiesige Kultur, es ist auch schlecht für die Herkunftsländer, wo es sehr viel sinnvoller wäre, das miteinander zu verknüpfen. Ja, vielen Dank. Am Ende ein gutes Stichwort zu den Herkunftsländern. Verlassen wir im Moment Deutschland und Europa mit der Flüchtlingskrise, die ja Deutschland und Europa betrifft, müssen wir unseren Blick auch in die Länder richten, aus denen die Menschen kommen. Zum Thema Entwicklungszusammenarbeit und Globalisierung. Herr Professor Weil, hat das viele deutsche Entwicklungshilfe und Spendengeld mehr Nutzen oder Schaden gestiftet? Ja, in dem Zusammenhang gibt es letzten Endes die Irrlehre, dass viel hilft viel. Ja? Und vielleicht haben Sie gehört von diesem 0,7%-Ziel, 0,7% des Sozialprodukts von Industrieländern soll verwendet werden als Entwicklungshilfe. Das wurde von der UNO bzw. UNCTAD
in Anfang der 70er Jahre formuliert. Und das fällt in eine Zeit, solche Ziele und überhaupt die Entwicklungshilfe als solche fallen in die Zeit des Kalten Krieges. Und letzten Endes ist der Initialzünder für diese offizielle weltweite Entwicklungshilfe, die auch national gespielt wird, seit 1961 diese außenpolitische Begründung. Ja, wir halten die Leute davon ab, dass da unsere Ostblock-Freunde in den Regierungen, in den Ländern das Sagen haben, dass sie da Häfen bauen, dass sie in der Wirtschaft und in der Politik vor allen Dingen sich verankern, das verhindern wir mit Entwicklungshilfe. Es ist absolut kontraproduktiv. Es fand 2007 in den USA eine interessante Diskussion statt, wo wirklich Forscher von der Weltbank übergreifend, also Leute, die wirklich Ahnung hatten, nicht nur Idealisten, sondern Leute der Praxis, mal Resümee gezogen haben. Die Entwicklungshilfe von 1961 offiziell ausgerufen von der UNO-Welt bis zum Jahre 2006. Die Konferenz fand 2007 statt. Und die Frage war, did it more harm than good? Hat es mehr Schaden als Nutzen angerichtet? Die ökonomische Bilanz ist einfach die, dass damals stand 2006 2.000 Milliarden US-Dollar als Entwicklungshilfe in die dritte Welt geflossen sind. Davon 600 Milliarden allein nach Schwarzafrika. Und die Quintessenz, die man aus diesem Geschehen ziehen kann, ist die, dass die Länder, die das meiste Geld über die längste Zeit bekommen haben, auch diejenigen waren, wo die Demokratie, erst recht Basisdemokratie, nie wirklich zum Laufen gekommen ist, sondern wo korrupte Clanstrukturen politische Parteien gebildet haben und eine Parteienwirtschaft, jetzt würde ich fast sagen, fast so schlimm wie bei uns, ja, vielleicht noch einen Tick schlimmer, ja, in deinem. Bei vielen, was mittlerweile bei uns läuft, muss man sich ja wirklich fragen, jetzt für die Frankophonen, Centré Congolais. Man weiß jetzt nicht mehr, ist man jetzt hier in Deutschland oder im Kongo, was die Versippung, Verschwägerung und Zusammenarbeit von politischen, parteilichen und anderen Strukturen angeht, wie auch immer. Ja. Also die Bilanz ist eine verheerende und deswegen ist auch die jetzige Verquickung, wir können die Fluchtursachenbekämpfung über Geldvergabe, über mehr Geldvergabe darstellen, absolut fatal. Wir erleben es, dass die Bilanz eines halben Jahrhunderts offizieller Entwicklungshilfe eine verheerende ist. Die Länder, die die meiste Zeit die längste Zeit bekommen haben, sind in der Demokratie am schwächsten entwickelt und sind auch in der Marktwirtschaft am schwächsten entwickelt. Am besten schneiden die ab, die entweder überhaupt kein Geld bekommen haben, vorab China, aber auch kleinere Länder, die südostasiatischen Tigerländer, Taiwan etc. oder die nur kurze Zeit und sehr gezielt Entwicklungshilfe bekommen haben. Ja? Also wir müssen unbedingt weg von dieser Irrlehre, die zivile Entwicklungshilfe hat mehr in der Bilanz, mehr Schaden als Nutzen angerichtet, schlechte Strukturen geschaffen oder aber befestigt und zementiert und optimiert mit Gänsefüßchen. Ja. Und dieses andere, mit dem das verquickt ist seit 9-11, dass man mit militärischen Interventionen die Marktwirtschaft und die Basisdemokratie in gewissen Ländern und Regionen fördern kann, ist auch widerlegt. Ja. Also wenn man das jetzt zusammenschmeißt, Militärintervention und Entwicklungshilfe, beide Ansätze haben nicht funktioniert und sie funktionieren auch nicht, wenn man sie intensiviert fortsetzt und noch mehr Geld auf diese fatalen Projekte und Strategien kippt. Also die beste Hilfe ist in vielen Bereichen, auch im europäischen übrigens, wenn beim internationalen Geldautomaten mal der deutsche Stecker gezogen wird. Ja, weil zweimal so viel Entwicklungshilfe allein, dass schlechte Strukturen nicht mehr gefördert werden und sich ehrlich machen müssen. Das tut nicht nur in Europa gut und ist überfällig im Rahmen der EU etc., sondern weltweit als Gegenmodell oder Alternativmodell einer eventuell funktionierenden Entwicklungshilfe. Dankeschön. Ja, schönen Dank und zurück zu Herrn Esler. Ja, jetzt kommen wir zu einem Bereich, der von der Politik, glaube ich, nicht immer so gerne behandelt wird. Aber gerade Herr Lukassen ist da prädestiniert, weil wenn es um Sicherheitspolitik geht, dann gehört er zu den wenigen Politikern, die wirklich wissen, worum es geht.
und die auch wissen, wovon sie reden. Und infolgedessen kann man ihn zu Recht als Experten auf diesem Sektor bezeichnen. Herr Lukassen, wie will die AfD im nächsten Bundestag Einfluss nehmen auf unsere Sicherheitspolitik und wie soll die Strategie aus Ihrer Sicht denn aussehen? Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, dass die Sicherheitspolitik zu dem Bereich der Außenpolitik zählt. Und wenn wir uns die deutsche Außenpolitik anschauen, dann stellen wir fest, zumindest trifft das für Europa zu, dass sich hier auch die deutsche Außenpolitik total dem Zentralismus der Europäischen Union unterwirft. Die sogenannte GASPs, die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU, bestimmt die Sicherheitspolitik in Europa. Und dazu kommt, dass in den wichtigsten internationalen Bündnissen, also im NATO-Bündnis und den Verteidigungsmissionen der Vereinten Nationen, die US-Außenpolitik dominiert. Und dann werden Sie vielleicht festgestellt haben, dass im jetzigen Wahlkampf in den letzten Wochen Außen- und Sicherheitspolitik kaum eine Rolle spielt. Wird nicht thematisiert. Das will die AfD ändern. Wir setzen uns für eine an den deutschen Interessen ausgerichtete Außen- und Sicherheitspolitik ein. Wir wollen eine Sicherheitspolitik, die unserer besonderen Situation in Zentraleuropa gerecht wird. Das beinhaltet ein friedliebendes Verhältnis zu den Völkern in Europa, aber und vor allen Dingen und auch ein spannungsfreies Verhältnis in Zentraleuropa zur Russischen Föderation. Um das aber wirksam umsetzen zu können, setzt es erstmal eine nationale Sicherheitsstrategie voraus. Bisher hat die Bundesregierung so im 10-Jahres-Rhythmus ein sogenanntes Weißbuch veröffentlicht, in dem sicherheitspolitische Leitlinien formuliert wurden. Aber eben nur Leitlinien und keine verbindlichen Vorgaben für die Sicherheitspolitik. Und es hat schon gar keine Debatte hierzu im Deutschen Bundestag stattgefunden. Aber genau dort gehört die Sicherheitspolitik hin, in den Plenarsaal des Deutschen Bundestages. Das deutsche Volk, vertreten durch seine Parlamentarier im Reichstag, muss seine sicherheitspolitischen Interessen formulieren können. Es muss elementar wichtige Fragen behandeln können, wie unsere Aufgabe im NATO-Bündnis, unsere Beiträge zur Mission der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Rückkehr zu einem arbeitsfähigen und vertrauensbildenden Verhältnis zur Russischen Föderation und zu Fragen der Befähigung zur Landesverteidigung. Wer schützt im Bedarfsfall unsere Landesgrenzen und wie? Was für eine Bundeswehr benötigen wir strukturell, personell und finanziell? Alles dieses und noch viel mehr Fragen müssen in einer nationalen Sicherheitsstrategie formuliert werden, behandelt werden und gehören in den Plenarsaal. Die AfD fordert daher eine jährlich stattfindende Debatte zur deutschen Sicherheitspolitik im Bundestag mit einer jeweils abschließenden Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Vielen Dank. Da haben Sie das vorhin das richtige Stichwort gegeben. Deutschland ist Mitglied der NATO
und hat abgeleitet daraus natürlich bestimmte vertragliche Verpflichtungen. Nun gibt es ja seit Jahren die Forderungen in Deutschland, auch von, zuletzt von Präsident Trump, einen größeren Beitrag zu leisten für das Bündnis. Aber diese Forderung, die betrifft eigentlich in erster Linie Deutschland. Was will die AfD oder wie will die AfD auf diese Forderung reagieren? Und wie sieht die AfD die Zukunft der NATO, insbesondere was den Geltungsbereich des Bündnisses angeht und den Inhalt der vertraglichen Verpflichtungen? Also zunächst einmal, es war nicht Präsident Trump, der den Beitrag der Bündnispartner ursprünglich eingefordert hat. Er hat nur nach seiner Übernahme des Präsidentenamtes Anfang dieses Jahres die Bündnispartner daran erinnert, an ihre Beitragsverpflichtung. Und er hat vor allen Dingen Deutschland als eines der 28 Nationen im Bündnis daran erinnert. Tatsächlich geht diese Verpflichtung auf die Gipfelerklärung von Wales 2014 zurück. Hier haben sich die NATO-Partner und damit auch Deutschland verpflichtet, 2% vom BIP, also vom Bruttoinlandsprodukt, also der Summe der Wertschöpfung aller Produkte und Dienstleistungen für Verteidigung auszugeben. Deutschland hat zurzeit ein Verteidigungsbudget in diesem Jahr von 37 Milliarden und das macht ungefähr 1,2% vom deutschen BIP aus. Wenn Deutschland sich also an die Verpflichtung hielte, die sie 2014 mit in Wales eingegangen sind, würde das in 2024, weil das ist die Forderung bis 2024, das zu erfüllen, rund 70 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben müssen. Soweit zu einer internationalen Verpflichtung. Und dann ist es doch erstaunlich, meine Damen und Herren, dass SPD-Größen wie Oppermann und Schulz, die von dieser Verpflichtung wissen müssen, die im Übrigen mit ihrer Partei Regierungsmitglied sind, sich hinstellen und diese Rüstungsspirale und diese Aufrüstung verdammen. Das ist, das ist populistisch. Und hier wird das deutsche Volk in zweifacher Hinsicht in die Irre geführt. Zum einen, dass zwischenstaatliche Vereinbarung, also Vereinbarung von Wales, nicht eingehalten wird. Und zum anderen, dass unsere Verteidigungsfähigkeit willkürlich aufs Spiel gesetzt wird. Das will die AfD ändern. Wir wollen die Ziele von Wales erfüllen, aber wir wollen die zusätzlichen Ausgaben in ein erweitertes Aufgabenspektrum unserer Sicherheit und vor allen Dingen der Bundeswehr investieren. Das sind Befähigung zur Landesverteidigung, Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, Aufbau. Aufbau eines einsatzfähigen Reservistenkorps, Befähigung zum Grenzschutz und das erweiterte Aufgabenspektrum für den Einsatz im Inneren. Im NATO-Bündnis wollen wir eine europäische Säule in die NATO einbringen. Die meisten NATO-Mitgliedsländer, wenn auch nicht die größten, gehören zu Europa. Die Türkei ist das zweitstärkste NATO-Land, aber gehört sicherlich unserer Auffassung nach nicht zu Europa. Wir wollen unseren Beitrag im Bündnis garantieren, aber für den ursprünglichen Auftrag der NATO, das war ja eine Frage, ursprünglicher Auftrag der NATO, Artikel 5, heißt Verteidigungsbündnis, und zwar für den Geltungsbereich der Partner und nicht das, was wir jetzt machen. Und last but not least, wir wollen Treiber, wir Deutschland, und das wird die AfD voranbringen, wir wollen Treiber sein für eine Wiederbelebung des NATO-Russland-Rates, damit ein neues Vertrauensverhältnis zur Russischen Föderation initiiert wird. Vielen Dank, Herr Lukassen. Ich nehme aus Ihrem Vortrag mit, dass es diese Bundesregierung nicht so genau nimmt mit der Einhaltung von vertraglichen Verpflichtungen. Das gilt ja auch für Dublin III. Ja, klar.
Ich übergebe wieder zurück. Ja, schönen Dank. Wir machen hier weiter. Herr Dr. Espendeler, mit Ihnen möchten wir einen anderen wichtigen Themenbereich wechseln. Die Altersarmut ist bereits heute eine Realität in Deutschland. Ein arbeitsreiches Leben führt für immer weniger Menschen in einen gesicherten und wohlverdienten Lebensabend. Das Gegenteil davon, die Altersarmut, wird immer mehr zur Normalität. Herr Espendeler, Sie sind Doktor der Mathematik. Was sagen Ihnen die realen, die nackten Zahlen der Demografie zum Thema der Altersarmut und welche Zukunft werden wir erleben mit dem immer weiter so? Okay, dann danke für die Frage. Eine Zahl haue ich direkt mal raus. 2050 werden wir ein Verhältnis haben, Beitragszahler zu Beitragsempfängern von 1,9 zu 1. Das heißt, zwei Arbeitnehmer müssen einen Rentner finanzieren. Das ist eine enorme Herausforderung, gerade für meine Generation. Und die Rentenproblematik, mal so im Groben zusammenzufassen, ja, wir haben ein Umlageverfahren, das heißt, diejenigen, die jetzt arbeiten, bezahlen die Renten von morgen. Ja. Das ist der demografische Wandel, den wir haben. Da ist ein Lösungsansatz, den wir gerne hätten, der aber erst in 25 Jahren wird, eine aktive Familienpolitik zu betreiben. Wer Kinder großzieht, muss auch vom Staat gefördert werden. Kindererziehung ist eine Leistung. Der zweite Teil, wir haben auch diese Säule der privaten Vorsorge. Allerdings befinden wir uns seit vielen, vielen Jahren jetzt in einer Niedrigzinsphase mit dieser Euro-Politik. Ja, im Moment privat vorzusorgen, das ist genauso sinnvoll, als würde ich Ihnen erklären, lagern Sie mal bitte Ihre Eiswürfel im Backofen. Da haben Sie auch lange nichts von. Also da haben wir als Partei auch eine ganz klare Position zum Euro und zur Euro-Rettung vor allem. Wenn wir unsere Rentner hier finanzieren wollen, auch über die nächsten Jahre, müssen wir mal aufhören, die Schulden anderer Länder zu übernehmen. Zusammenzuschrumpfen. Der soll keine Genderlehrstühle finanzieren, sondern sich um die wichtigen Dinge dieses Staates kümmern. Infrastruktur, Rente, Bildung. Ja, ein paar Positionen, die wir dazu haben, zum Beispiel der Rundfunkbeitrag. Jeder von uns bezahlt 210 Euro jedes Jahr da rein. Mittlerweile sind das 9 Milliarden Euro. Die haben ein sehr großes Unterhaltungsprogramm und nicht mehr den Informationsaspekt drin. Wir alle kennen das, was die Presse da zum Teil mit uns macht. Manchmal muss man auch aus Sendungen rausrennen, wenn die da so ein bisschen Mist bauen. Beitrag massiv, ein Leben ohne Lindenstraße ist möglich und sinnvoll. Die allerletzte Position, da bin ich auch gleich durch, wenn Sie jetzt einen Linken neben sich haben, der wird gleich toben, reden wir über Einwanderung. Es ist wichtig, mehr Beitragszahler zu haben als Beitragsempfänger. Deswegen ganz klare Position, mit der Alternative für Deutschland wird es eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme niemals geben. Auswanderer in diesem Land, Ingenieure, Mathematiker, Ärzte. Da müssen wir mal die Debatte führen, wie wir dieses Land wieder attraktiv machen für genau solche Arbeitskräfte. So, das ist ganz grob unser Rentenprogramm. Ja. Ja, gehen wir zum Schluss in die jungen Jahre des Lebens. In einem Technologieland wie Deutschland ist das Verstehen und Beherrschen der Mathematik eine wichtige Grundbasis. Ich bin selber Ingenieur, also ich wandere nicht aus und war in Mathe immer gut in der Schule. Ja, ich könnte es auf Mathematik begrenzen, aber schauen wir mal. Herr Espendeler, was muss sich im deutschen Bildungssystem ändern, damit unsere Töchter und Söhne Mathematik in der Schule wieder sexy finden? Okay. Mathematik ist eine extrem attraktive Wissenschaft. Sie versteckt sich nur hinter einer Burka der Komplexität. Die sind ja auch für das Vollverschleierungsverbot. Letztendlich
was wir in der Bildungspolitik machen müssen, wir müssen da diese rot-grünen Bildungsexperimente beenden. Also mit unseren Kindern wird gespielt, da wird rumexperimentiert, rumgefummelt. Ein System, das 20, 30 Jahre sehr gut funktioniert. Um das kurz zusammenzufassen, ja, ich nenne das immer das humane Leistungsideal. Ja? Jeder Mensch ist unterschiedlich. Einstein hat mal gesagt, wenn wir einen Fisch daran messen, wie gut er auf einen Baum klettern können, dann haben wir ein Problem. Jeder Mensch ist unterschiedlich, wir möchten das dreigliedrige Schulsystem erhalten. Wer die akademische Laufbahn gehen möchte, soll bitte aufs Gymnasium gehen. Bitte auch nicht jeder. Nicht jeder hat seine Stärke in dem akademischen Bereich. Wir müssen definitiv die Ausbildungsberufe stärken. Ja? Das ist einfach eine Frechheit zu sagen, wenn jemand kein Akademiker ist, dann ist er weniger wert. Das Gegenteil ist richtig. Jetzt bin ich einer dieser Hardcore-Mathematiker, ja. Wenn Sie mich mal ein IKEA-Regal zusammenbauen lassen und das auf YouTube stellen, das wird ein Millionen-Hit, ja. Das kriege ich einfach nicht hin. Und deswegen, wir müssen die Unterschiedlichkeit der Menschen berücksichtigen, deswegen brauchen wir ein mehrgliedriges Ausbildungssystem, mehrgliedriges Schulsystem und gerade auch die Ausbildungsberufe müssen definitiv gestärkt werden. Letzter Punkt, ich habe durch, zum Thema Inklusion. Wer einfach auf einer niedrigeren Stufe startet, ja, wer einen erhöhten Förderungsbedarf hat, den müssen wir auch spezieller fördern. Deswegen möchten wir die Förderschulen erhalten. Das bringt überhaupt nichts, die alle in die gleichen Klassen zu stecken. Da kann man die Menschen nicht mehr. Das waren so die Rahmenpunkte unseres Bildungsprogramms. Ja, schönen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind damit mit der Präsentationsrunde am Ende. Wir